Moin Moin Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zum Test der Akido von Argento. Eine kleine 10-Schuss-Batterie mit einer NEM von 84,2 Gramm, 15 Sekunden Brenndauer, Kaliber 20 mm. Ist so ein bisschen eine runde Batterie, kann man sagen. Effekttechnisch steht hier drauf Titangoldweiden mit grünen Blinksternen und Brokatkronen mit blauen Sternen. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend und edel. Ich freue mich, das Teil jetzt zu testen. Hat sowohl eine Haupt- als auch eine Ersatzanzündschnur. Muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Denn manche verwechseln das, weil hier ist halt die Reserveanzündschnur an der Seite. Bei manchen ist es ja beides oben. Da muss man immer ein bisschen gucken. Es steht hier aber auch drauf, Anzündschnur im Dunkeln ist es dann halt oft nur ein bisschen schwer. Deswegen mache ich mir persönlich immer vorher schon hier so ein bisschen den Schutz so ein bisschen zumindest runter, damit ich weiß, ah okay, die ist es halt. Ja, dann hätte ich gesagt, geht's jetzt direkt los mit dem Test. Argento ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut gewesen. Ich freue mich drauf, die jetzt zu testen und hätte gesagt, wir legen direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test der Akido von Argento. Argento Akido. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Könnte von mir sogar noch etwas länger sein von der Brenndauer her. Aber echt top. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.